morgens schnappt Felix sich sein Handy und startet YouTube. Er scrollt durch die Videos, die ihm auf der Startseite angeboten werden. Plötzlich zögert er. Was soll das denn sein? Die schwerste Sportart der Welt ist Ballett? Ihm wird vorgeschlagen, eine Dokumentation über Ballett zu schauen und zu verstehen, wie unglaublich hart diese Form von Sport sei. Seit einem Jahr schon geht seine kleine Schwester Feline zur Ballettschule und nimmt zweimal die Woche Unterricht. Felix klopft an die Zimmertür seiner Schwester und fragt sie aus. Ja, Ballett ist echt schwer, aber es ist auch spannend und so schön. Felix schaut sich mit seiner Schwester zusammen die Dokumentation an und ist anschließend entschieden. Ich werde diese angeblich so schwere Sportart mal ausprobieren. Als Ballett wird meist der von Musik begleitete klassische, künstlerische Bühnentanz bezeichnet, der oft vom modernen Tanz oder vom Tanztheater unterschieden wird. Die Anfänge des Balletts gehen zurück auf Ludwig XIV. Er tanzte schon als kleiner Junge. Er wurde als Sonnenkönig berühmt, weil er in einem Ballett den Sonnengott in einem goldenen Kostüm darstellte. Im Jahr 1661 startete Ludwig XIV. Die erste Ballettschule, die Académie Royale de la Danse, die erste königliche Tanzakademie. Der Leiter und Lehrer dieser Kompanie war Pierre Beauchamp. Er benannte die 5 Ballettpositionen, die heute immer noch verwendet werden. Der italienische Tänzer Auguste Vestris schaffte ungefähr 1780 die Absätze an den Schuhen ab und tanzte in Schläppchen. Eine Schülerin Vestris namens Marie Taglioni galt als die erste Meisterin des Spitzentanzes. Das war im Jahr 1832. Noch immer fand das Ballett vor allem in Paris das größte Publikum. Eine Blütezeit erlebte das Ballett in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also ungefähr um 1830, in Russland. Unter der Leitung von Marius Petipa entstanden klassische Meisterwerke wie Schwanensee, Dornröschen und Der Nussknacker, die im Mariinsky-Theater St. Petersburg oder im Bolschoi-Theater in Moskau uraufgeführt wurden. Aus dieser Schule ging die wohl bekannteste Ballerina Anna Pavlova hervor. Heutzutage unterscheidet man im Ballett genau diese zwei Bereiche, das klassische Ballett und das moderne Ballett. Im klassischen Ballett wird auf Spitzenschuhen getanzt und die alten Stücke werden von Generation zu Generation weitergegeben. Im modernen Ballett probieren sich Choreografen aus, die vor allem Emotionen durch die Tänzer transportieren wollen. Warum das klassische Ballett als sehr schwere Sportart gilt und nicht einfach von jedem erlernt werden kann, liegt wohl an den Anforderungen der Tänzer in Bezug auf ihre Dehnfähigkeit, Kraft und Ausdauer bei gleichzeitiger Perfektion und absoluter Eleganz. Die Sprünge, Hebefiguren und Drehungen müssen oft jahrelang geübt werden und dürfen auf der Bühne aber nicht so aussehen, als seien sie schwer. Ganz leicht, quasi schwebend, müssen die tänzerischen Bewegungen wirken. Und das hinzubekommen ist sehr, sehr schwer, erfordert langes Training und eiserne Disziplin, aber auch eine noch ganz wichtige Eigenschaft, nämlich Liebe zu dieser elegantesten und wohl schwersten Sportart der Welt. Felix war bereits bei seiner Probetanzstunde und ist überrascht darüber, wie viel Spaß das Tanzen macht. Und bald schon möchte er die coolen, hohen und anspruchsvollen Sprünge erlernen.